Herzlich willkommen bei Bewusstsein TV und einer neuen Folge Mysteriöse Orte und Monumente in der Antike, errichtet von außerirdischen Technologien. Es stellt sich die Frage, gab es Kontakt zu Außerirdischen in der Antike? Schon seit langem rätseln wir über die Herkunft mysteriöser prähistorischer Stätten wie die Pyramiden oder Stonehenge. Wie wurden solche riesige Megalithen transportiert und aufgerichtet ohne moderne Technik? Könnten höher entwickelte Zivilisationen als Erbauer in Frage kommen? Vielleicht sogar Außerirdische? Mit diesen und weiteren spannenden Fragen beschäftigen wir uns jetzt hier bei Bewusstsein TV. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Seit Jahrhunderten schon faszinieren und rätseln Menschen über einige geheimnisvolle Stätten, die in megalithischer Vorzeit errichtet wurden. Monumentale Bauwerke, deren gigantische Steine und präzise Anordnung unsere Vorfahren kaum zu erklären vermochten. Orte wie Stonehenge auf den britischen Inseln, die ägyptischen Pyramiden oder die riesigen Menhirfelder in Frankreich. Sie alle stehen bis heute wie mysteriöse Relikte einer längst vergangenen Hochkultur in der Landschaft. Doch wie gelang es den Menschen der Stein- und Bronzezeit, solch gewaltige Felsbrocken zu bearbeiten und über weite Strecken zu transportieren ohne moderne Maschinentechnik? Eines ist sicher. Der Aufwand für den Bau solcher Monumente muss enorm gewesen sein und weit über das hinausgegangen sein, was wir mit primitiven Werkzeugen für möglich hielten. Doch nicht nur beim Transport der Megalithe tun sich Fragen auf, auch deren exakte Ausrichtung, geometrische Muster oder die teils hochkomplexe Bauweise werfen Rätsel auf. Schon lange glaubten manche Gelehrte, dass hinter den mysteriösen Megalithstätten eine bislang unbekannte Hochkultur gesteckt haben muss. Fortgeschrittene Ingenieure einer längst untergegangenen Zivilisation, die Technologien beherrschten, die unsere Vorfahren nie kannten. Oder könnte es sogar sein, dass eine außerirdische Intelligenz einst auf unserem Planeten weilte und den Menschen ihre Geheimnisse weitergab? Bis heute geben die geheimnisvollen Stätten dieser Möglichkeit Raum für wildeste Spekulationen. Ihre Herkunft und ihr exakter Zweck bleibt rätselhaft. Die Pyramiden, Weltwunder mit ungeklärten Merkmalen. Kein anderes Bauwerk der Menschheitsgeschichte fasziniert und rätselt die Menschen so wie die gigantischen Pyramiden Ägyptens. Schon für die Zeitgenossen stellten die prächtigen Grabbauten ein Wunder dar, deren Errichtung sie sich nicht erklären konnten. Doch je genauer wir diese kolossalen Bauten untersuchen, desto mehr Fragen tun sich auf. Ihre exakte Ausrichtung zu den vier Himmelsrichtungen und ihren Positionen zu den Sternbildern des Oriongürtels weisen auf ein erstaunliches Maß an Ingenieurleistung und Astronomiewissen hin. Noch verblüffender ist die Präzision, mit der Millionen Tonnen feinsten Kalksteins zu perfekt sitzenden Mauerflächen verarbeitet wurden. Jeder Stein ist millimetergenau in die Fugen der Nachbarsteine eingepasst. Dabei handelt es sich um Gesteinsbrocken von oft über 30 Tonnen Gewicht. Komplexe Gänge und Kammern in den Pyramiden scheinen für geheime Initiationsriten der Pharaonen bestimmt.
Doch welche Technologie steckte hinter dem präzisen Anlegen dieser unterirdischen Labyrinthe? Nicht zuletzt lässt die sorgfältige Planung des Baus über Jahrzehnte hinweg an das Wissen moderner Ingenieure denken. Doch mit bronzezeitlichen Werkzeugen und ohne Rad- oder Zugtiere erscheint die Errichtung dieser Riesenbauten als Ding der Unmöglichkeit. Handelte es sich vielmehr um eine Hochkultur unbekannter Herkunft, die Technologien beherrschte, die unsere Vorfahren nie kannten? Weitere Weltwunder mit denselben Merkmalen. Nicht nur die ägyptischen Pyramiden verblüffen mit ihrem hohen Grad an exakter Präzisionsarbeit und scheinbar übermenschlichem Aufwand. Andere antike Stätten Südamerikas und des Mittleren Ostens teilen ihre geheimnisvollen Merkmale. In den Anden Boliviens liegen die Ruinen der einstigen Stadt Pumapunku. Ihre exakt gehauenen Steinblöcke, teils mit Löchern durchbohrt und passgenau ineinander gefügt, zeigen Techniken höchster handwerklicher Fertigkeit. Noch rätselhafter ist die benachbarte Ruinenstadt Tiwanaku mit ihren monumentalen Toren und Terrassen. Ebenso erheben sich im Libanon die gewaltigen Tempel von Baalbek, deren Kolossalsteine teils über 1000 Tonnen wiegen. Ihre sorgfältige Bearbeitung und Anordnung lässt an fortgeschrittene Maschinen denken, nicht an primitives Handwerkzeug. Doch was verbindet diese kulturell weit entfernten Orte? Ihre exakten Baupläne, Passformen und Vermessungen scheinen für unsere Vorfahren unmöglich gewesen zu sein. Könnte hinter den Ruinen eine globale Hochkultur gestanden haben, deren Technologien wir erst ergründen müssen? Viele Indizien deuten auf gemeinsame Prinzipien hin, die über das damals Mögliche hinausweisen. Wurden Megalithen mit übermenschlicher Kraft bewegt? Nicht nur die Präzisionsarbeit am Stein, sondern auch deren gigantische Größe und scheinbar unlösbare Transport stellen Archäologen vor ein Rätsel. Nirgendwo wird dies deutlicher als in Baalbek, wo Kolossalsteine von über 1000 Tonnen Gewicht exakt in die Tempelmauern eingepasst wurden. Mit einfachen Hebevorrichtungen und ohne Räder oder Zugtiere ist der Weg solch massiver Felsbrocken über weite Strecken kaum vorstellbar. Auch bei Stonehenge auf der britischen Insel stutzen Wissenschaftler, ob der Sorgfalt, mit der die riesigen Menhire hier in einen Kreis angeordnet wurden. Doch rätselhafter erscheint der riesige Steinkreis im bretonischen Karnak. Über 3000 enorm große Monolithen bis zu 40 Meter lang wurden hier perfekt ausgerichtet. Wie gelang dieser logistische Kraftakt in der Bronzezeit? Experten schließen nahezu aus, dass die Steine nur wenige hundert Meter transportiert und mit primitiven Hebeln und Seilen in Position gebracht wurden. Vielmehr müssten sie über weite Strecken womöglich mit Hilfe von Schleppkähnen transportiert worden sein. Doch woher stammte die Energie für solch gigantische Vorgänge? Handelte es sich womöglich um jene übermenschliche Konstruktionskraft, von der selbst antike Chronisten bereits berichteten? Vielleicht gibt uns Aufschluss die Beschreibung antiker Luftfahrzeuge und Waffen. In vielen alten Schriften finden sich rätselhafte Beschreibungen scheinbar hochexperimenteller Fahr- und Waffensysteme. So schildern indische Epen wie das Mahabharata und die Puranas detailliert mythische Vimanas, mutmaßliche Luftfahrzeuge der Götter. Diese werden als mit Metallen wie Gold und Silber verkleidete, mehrstöckige Fahrzeuge beschrieben, die dank der Kraft heiliger Formeln senkrecht zu starten vermochten.
An Bord befanden sich offenbar sogar Küchen und Badezimmer. Auch chinesische Quellen berichten von feurigen Drachen am Himmel, die Kämpfe am Boden beobachteten. In einer alten Keilschrift aus dem Irak wird ein feuriges Boot erwähnt. Sogar die alten Ägypter sollen fliegende Scheren gekannt haben. Verblüffend sind die Parallelen zwischen den Texten aus verschiedenen Epochen und Regionen. Was steckte hinter diesen scheinbar hochentwickelten magischen Fahrzeugen? Könnten es Berichte von Augenzeugen über echte Flugtechnologien gewesen sein, die unseren Vorfahren rätselhaft erschienen? Menschen, die einst über Erkenntnisse verfügten, die unsere antike Zivilisation noch lange nicht besaß? Die alten Mythen werfen einen Skalpellblick auf unser begrenztes Technologiewissen. Könnten Außerirdische vor Jahrtausend auf der Erde gewesen sein? Angesichts der vielen mysteriösen Merkmale antiker Städten kam immer wieder die spekulative These auf, hinter den Megalithen könnten Außerirdische gestanden haben. Hochentwickelte Zivilisationen vom Typ 1 auf der Kardaschow-Skala, die interstellare Reisen und Bauprojekte meistern. Denkbar wäre, dass solche Wesen durch Technologien wie Antigravitation ganze Felsen berührungslos über weite Strecken transportieren und mit atemberaubender Präzision bearbeiten konnten. Vielleicht nutzten sie auch Hochenergiewerkzeuge wie Laser- oder Plasmaschneider. Ihr Wissen um Himmelsmechanik und Ingenieurwesen könnte unserem um Jahrtausende voraus gewesen sein. Kamen sie in Raumschiffen zur Erde, um die Menschen mit ihrer fortgeschrittenen Zivilisation vertraut zu machen? Spuren solcher Theorien finden sich weltweit in Mythen von Göttern oder Dämonen vergangener Zeiten. Möglicherweise beobachteten Augenzeugen einst wirklich außerirdische Besucher am Himmel oder in ihrem Land. Obwohl spekulativ, würde diese Hypothese viele Rätsel der Megalithbauten schlagartig erklären. Doch der Nachweis dafür fehlt. Denkbar sind aber Kontakte zu anderen hochstehenden Kulturen, egal welcher Herkunft. Verweisen genetische Merkmale auf außerirdischen Einfluss? Neben den archäologischen Rätseln nähren auch genetische Funde Spekulationen über außerirdischen Kontakt in der Vorzeit. So weisen manche isolierte indigene Völker ungewöhnliche Blutgruppen wie Rh-negativ auf. Deren globale Verteilung lässt für einige auf fremde Einflüsse schließen. Auch bestimmte Genmutationen oder anatomische Merkmale mancher Gruppen scheinen anderswo nicht vorzukommen. Fortgeschrittene DNA-Sequenzierungen könnte in Zukunft noch mehr Licht in diese Fragen bringen. So sind womöglich bisher unentdeckte oder nicht funktionale DNA-Abschnitte vorhanden, die auf einstige Gentransfers deuten. Allerdings handelt es sich gegenwärtig nur um Hypothesen. Die Genetik allein liefert keine schlüssigen Beweise. Dennoch regen solche Indizien die Fantasie an und zeigen, dass es durchaus Hinweise auf fremde Einflüsse in der Menschheitsgeschichte geben könnte. Weitere Forschungen, etwa zum genetischen Kontakt zwischen Mensch und Neandertaler, könnte eines Tages noch mehr Aufschluss bringen. Für manche sind dies aber vielversprechende Puzzleteile im Rätsel um unsere Herkunft. Welche Rollen spielen Klima- und Naturgewalten? Neben kulturellen Einflüssen könnten auch die Kräfte der Natur zur Entstehung und zum Erhalt mancher Megalithstätten beigetragen haben. So formte die Plattentektonik über Jahrmillionen immer wieder neue Landschaften. Durch ihr langsames Vor- und Zurückdriften konnten ganze Landmassen angehoben oder im Meer versinken. So gelangten womöglich manche Steinformationen an Orte, wo sie heute mysteriös erscheinen. Ebenso veränderten Klimaschwankungen und Naturereignisse Territorien.
In der letzten Eiszeit etwa sank der Meeresspiegel zeitweise über 100 Meter ab. Weite Küstenstreifen traten zum Vorschein. Andererseits kam es in wärmeren Phasen zu gewaltigen Flutwellen. Ganze Landstriche wurden überflutet, was Fundamente alter Bauten freilegte. Auch Vulkanausbrüche und Erdbeben schufen durch Neugestaltung des Geländes ideale Voraussetzungen für Megalithanlagen. So zeigt sich, dass einfache natürliche Prozesse durchaus zur Entstehung und Aufdeckung geheimnisvoller Stätten beitragen konnten. Ihre pure Existenz beweist aber nicht deren künstlichen Ursprung. Die Mysterien bleiben ungelöst. So faszinierend die Betrachtung dieser geheimnisvollen Stätten auch war, bleiben viele ihrer Rätsel vorerst noch verborgen. Doch die Neugier nach Erklärungen beflügelt den Wissensdrang der Menschen. Fortgeschrittene Methoden wie DNA-Analysen, Isotopenforschung oder computergestützte Simulationen könnten zukünftig spannende neue Erkenntnisse ans Licht bringen. Vielleicht enthüllen moderne Technologien so manches lange verborgene Geheimnis aus vergangenen Zeiten. Bis dahin werden Mythen und Theorien die Fantasie weiter anregen. Doch allein der Forschungsdrang zählt, nicht vorschnelle Urteile. Und wer weiß, welch faszinierende Erkenntnisse uns die Zukunft bringen mag. Mögen kommende Generationen voller Neugier die Forschungsarbeit fortsetzen und in die Mysterien der Vergangenheit noch tiefer eintauchen. So bleibt die Hoffnung, irgendwann mehr Licht in dieses spannende Kapitel der Menschheitsgeschichte zu bringen. Die Faszination für seine Geheimnisse jedenfalls wird uns stets begleiten. Vielen Dank, dass ihr uns auf diese interessante Reise begleitet habt. Wenn ihr noch weitere Informationen dazu haben möchtet, hinterlasst uns gern einen Kommentar, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt uns einen Daumen hoch. Vielen Dank. Bis bald, eure Alex von Bewusstsein TV.